Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Der Kleine ist soeben wach geworden. Ich habe ihn jetzt aus dem Zimmer rausgeholt, ein bisschen aufgemacht, frisch gelüftet. Und jetzt ist er schon hier am Boden. Schaut mal, seit neuestem macht er das hier. Was machst du? Er zieht sich einfach an allem hoch, am besten an Sachen, die man so herumschieben kann, und geht dann damit durchs Haus. Das ist bitte heavy. Ist das lustig? Ja, sehr gut. Bald, glaube ich, fängt er zum Gehen an, oder, mein Hase? Ja, schaut ihn euch an. Schaut ihn euch an. Wer ist ein großer Papa? Ja, der Philipp, gell? Und heute steht einiges am Plan, der Papa wird mir ein bisschen helfen. Und zwar werden wir Michelles Zimmer so ein bisschen schön herrichten. Ich habe nämlich für sie bei Desinio ganz tolle Bilder bestellt. Die werden wir so über ihrem Bett aufhängen, weil das ist noch ziemlich kahl dort. Das ist ja so seit dem Umbau so geblieben. Sind halt leer und... Schaut ein bisschen langweilig aus. Und deswegen gehen wir gleich runter und schauen uns das Ganze mal an. Und zeige euch die Poster, die wir Michelle bestellt haben. So, wir stehen jetzt schon in Michelles Zimmer, wie ihr sehen könnt. Und es geht um diese Wand hier, die bei ihr halt über dem Bett ist. Die ist halt, wie ihr seht, ziemlich nackig. Und da werden wir die Bilder dann aufhängen. Ich habe nämlich wieder einen richtig, richtig krassen Passionier-Rabatt für euch. Und zwar ist ja Black Week. Und es gibt bei Desinio schon bis zu 50% Rabatt. Mit meinem Rabattcode DIAMANTA10 bekommt ihr nämlich obendrein nochmal 10%. Das ist nicht krass. Und der Rabatt ist gültig vom 26.11. bis 29.11., also das ganze Wochenende über. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, 4 Tage lang. Er ist nur auf Poster einlösbar, also nicht auf die Rahmen und auch nicht auf die Handpicked Poster. Ich schreibe euch sowieso alles auch nochmal unten in die Infobox. Der Philipp ist hier mit am Start, hilft dem Papa beim Auspacken. Gell, mein Schatz? Nicht ganz. Nee? Oh ja. Ja. Mit so einem kleinen Arbeitskollegen. Oh. Hi, was machst du? Da, wir haben sogar deinen Sessel mitgenommen. Kannst du das im Müll schmeißen? Nö, gib mir aber. Gib mir, dankeschön. Das ist mein Lehrbuhr. Lehrbuhr? Na komm, aber. Das ist mein Lehrbuhr. Oh. Was lernst du? Paket aufmachen. Ja. Kannst du daher? Das ist der kleinste Influencer ever. Oh, kleinste Influencer. Oh. Komm, da, nimm deinen Sessel und schieb ihn hier im Zimmer herum. So, jetzt, da. Ich habe auch eine Art. Tada. Tada. Da sind einmal die Rahmen drinnen. Wir haben für die Michelle auch goldene Rahmen genommen. Sind einfach, die sind von unserem Stil her, passen die am besten. Sie sind modern und schauen sehr schön aus. Genau. Und da drinnen sind die Poster, meine Lieben. There is art inside. Follow us on Instagram. So, jetzt schauen wir mal rein. Machst du das auf, Schatz? Ich habe ein Messer mit, warte kurz. Hier. Da ist jemand happy. Und diese Bilder hat sich die Michelle übrigens selbst ausgesucht. Wow, das ist ganz schön. Ja. Also, das ist verkehrt. Achtung. Das Größte da hinten, das haben wir auch. Das hat sie sich quasi auch genommen. Das ist die Ballerina. Aha. Das so, gell? Das geht so. Genau. Die Ballerina, die ist auch wirklich schön. Dann diese... Upala. Die Bilder sind jetzt alle eingerahmt und jetzt müssen wir natürlich noch befestigen. Annageln, anschrauben, ja, wie auch immer. Und die Michelle möchte es auf jeden Fall so, wie wir es hier im Schlafzimmer haben, so ähnlich. Und das werden wir jetzt gleich so ein bisschen positionieren.
ausschaut, das fertige Endergebnis aus, ist das nicht wunderschön? Ich meine, bitte gebt euch das im Ganzen. Das macht einfach ein ganz neues Feeling in diesem Zimmer. Wirklich schön. Und ich finde, wir haben auch wirklich sehr, sehr schöne Poster ausgesucht, die sehr lebendig, frisch und modern ausschauen. Oh, das ist wirklich sehr, sehr schön. Also ich bin immer wieder begeistert, was so ein paar wunderschöne Bilder in so wunderschönen Rahmen was hermacht. Also das ist so einfach, holt nochmal das letzte i-Tüpfelchen raus und so, wie sich's spiegelt. Ganz, ganz, ganz toll. Ich lieb's. Ja, nicht vergessen, meine Lieben, ich packe euch hier in die Infobox, die findet ihr unten, ganz unten, den Link zu Desenio. Mein Rabattcode schreibe ich nochmal rein, Diamanta10. Stöbert ein bisschen bei Desenio, sie haben wirklich wunderschöne Poster und viel Spaß. Und jetzt, der Kleine steht da schon wieder. Schaut ihn euch an. Was machen Sie bitte? Wollen Sie gehen? Wollen Sie schon gehen? Die Mädels sind schon von Kindergarten und Schule zurück. Wir haben jetzt noch schnell Mittag gegessen. Und jetzt wollte ich eigentlich den Kleinen schlafen legen, aber da war aber jetzt ein Sehtesttermin. Jetzt nehmen wir die Kleinen und fahren kurz. Baba kriegt nämlich eine neue Brille. Baba sollte übrigens auch mal anfangen, seine Brillen zu tragen. Wir haben ihm letztens schon eine Brille gekauft und er trägt sie kaum. Wirklich kaum. Sonst sehe ich ihn immer, wie er so Nachrichten auf Instagram beantwortet, sein Handy 3000 Meter weit entfernt. Na gut, ich muss jetzt den Kleinen einziehen, der ist schon sehr müde. So, meine Lieben, wir sind jetzt schon da und wir werden jetzt gleich reingehen für Papas Sehtest. Papa kriegt eine neue Brille. Und auch? Ich komme. Kannst du den Kleinen nehmen? Ich muss mir den anderen Kleinen da. Oha. So. Wir starten uns aus. Und let's go. Wir lassen euch jetzt im Auto, aber danach beim Essen einkaufen nehmen wir euch wieder mit. Deal. Deal. So, bis gleich. Hallo meine Lieben, wir haben schon den nächsten Tag. Wir haben gestern nicht mehr weiter gevloggt, weil wir sehr, sehr lange beim Sehtest waren. Und danach waren wir auch nicht mehr einkaufen, weil es war schon dunkel und wir wollten einfach nach Hause. Die Kinder dann fertig machen, jetzt schon Abendessen, Zähne putzen, schlafen gehen, dies, das, Abendroutine dauert ja immer. Und deswegen haben wir gesagt, dann gehen wir nicht mehr einkaufen, wir gehen heute einkaufen. Vorher müssen wir jetzt aber noch zum Augenarzt, weil der Sehtest, den der Papa gestern gemacht hat, der ist leider nicht so gut ausgefallen. Und also der hat sich sehr stark verschlechtert und das müssen wir jetzt quasi beim Arzt überprüfen lassen, ob das irgendwie passt oder was auch immer. Wirklich so ist, wirklich so ist, ja. Es kann sein, dass es besser wird oder schlechter wird durch die Blutdruckmedikamente, hat sich den sehr stark verändert. Besser wird es nicht, oder? Das kann sein, dass es besser wird. So, okay. Danke, Papa nimmt halt Medikamente. Ja, mehr kann man nicht. Ja, genau. Auf jeden Fall fahren wir jetzt zum Arzt, zum Augenarzt und die Kinder sind natürlich eine Schule, Kindergarten. Wir haben nur den Philipp dabei und schauen wir mal. Und danach, wenn es sich noch zeitlich ausgeht, gehen wir noch einkaufen kurz. Ja. Oder wir brauchen ein paar Sachen. Haselnussmilch, glaube ich auch. Haselnussmilch, ja. Für die Hasen zu Hause. Für die. Ja, ich habe auch meinen Laptop dabei, dass ich ein bisschen arbeiten kann, während der Papa bei seinem Arzttermin ist. Und so viel dazu. Schaut euch mal diese süße Katze an. Hey, du kleine Katze, ja? Wir warten auf den Papa. Der ist gerade beim Arzt. Und wir spielen ein bisschen. Du bist eine kleine Maus. Du bist eine Maus. Miau, 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 miau. Hey, meine Lieben, ich bin wieder zurück. Ich kann euch aber nicht sehen, denn ich habe so Augen getroffen. Ah, und bekommen. Sonst kannst du die Leute sehen, oder was? Ah ja, das stimmt auch nicht. Aber ich sehe kaum die Kamera. Mach mal die Augen ganz groß auf. Film mal ganz nah. Papa hat so schwarze Augen und nie mehr im Leben. Ich bin der Vlad Dracula. So, jetzt habe ich ein paar Augentropfen bekommen. Ich sehe es aber alles verschwommen. Wenn Tageslicht so hell ist, so, wenn die Sonne scheint, ich bin fast aber jetzt wie blind. Bin ich ja wieder da. Soll ich nochmal gerade ausfahren? Ja, ist verboten, aber okay. Ist nicht verboten, wo war steht rechts, das? War rechts, Gebotsschild war das. Ach, bitte. Das ist wurscht. Wir sind undercover unterwegs. Den da meinst du? Sieht schön aus, oder? Ja, schaut schön aus. Dann gehst du
Der ist so clean irgendwie. Aber schaut schön aus. Okay, dann nehmen wir den. Ist vom Preis ja gleich, oder? Ja. Hurra, hurra, Weihnachten ist da. Das ist schon nächste Woche, diese Woche, oder? Der ist Advent? Ah ja, stimmt. Ich muss jetzt meine Maske auf zusammen. Das passt ja, oder? Das ist kürzer. Ich kann leider noch immer nicht sehen. Also ich sehe noch immer alles verschwommen. Aber es ist wurscht, ich halte mich an Mama. Das kann so wirklich keinen. Oh, ich erkenne jetzt die Gesichter, aber so. Schrift und so weiter, ja, nicht. Es wird immer besser. Schau mal deine Augen. Es sind immer noch so groß. Willst du was auch jetzt kaufen? Ja, wir können schon mal anfangen, gewisse Sachen schon einzupacken. Ja, da haben wir wenig Arbeit. Ne? Ja. Weil jedes Mal sitze ich dann 3 Stunden und packe wie eine wahnsinnige Geschenke. Aber nimm, das ist so dick. Nimmst du auch? Dann nehme ich diese 3, oder? Ich glaube, das reicht 3, oder? So viele Geschenke haben wir nicht, oder? Der Papa. Das kannst du knicken. Kriegen wir viele Geschenke? Bin gespannt, was ich kriege. Jedes Jahr. Hm? Süßkartoffeln gefüllt. Ist das eine Melone? Ey, Mama. Also, what? Wir machen ein Püree nur mit einem Kartoffel. Stimmt, noch weniger Schälarbeit. Na, aber ernsthaft, soll ich eine Süßkartoffel nehmen? Aber ich nehme nicht die große, oder? Na, aber ich glaube, wir haben noch welche zu Hause, oder? Die habe ich schon gegessen. Ich habe geträumt, dass ich einen Bowl gegessen habe. Schön, was du träumst. Ich komme schon vom Essen, oder? Ja. Ich nehme da 4 Süßkartoffeln, oder? Das reicht, oder? Zwiebel weiß ich nicht, ob wir noch welche haben. Aber ich kann noch welche kaufen. Ja, haben wir noch ein bisschen. Die Hause, so Mini-Göckchen. Das wollte ich nehmen, ja? Wo sind sie? Wir sind jetzt schon zu Hause. Die Mama ist jetzt kurz weg, weil sie muss die Lara und die Luisa von Schule und Kindergarten abholen. Und als wir ins Haus reingekommen sind, haben wir was ganz Tolles gefunden. Und zwar, lass ich mal reden, jedes Mal, wenn wir nicht zu Hause sind, klauen die Hunde aus unserem Badezimmer das Klopapier. Und dann zerfetzen sie sie. Schauen Sie mal, wie das aussieht. Warte, ich zeige euch. Alles klein geschnibbelt. Einfach unglaublich. Ja, so schaut es aus. Also, ich sage mal so, es ist zwar nervig, aber mir ist es lieber, das Papier zu zerfetzen, anstatt irgendwas anderes im Haus, wie Möbel, Schuhe und halt noch was finden. Ich will mich nicht reden lassen. Ja, die Hunde sind jetzt im Garten und ich werde es, bis die Mama nach Hause kommt, mit den 2 Kleinen, den Chaos zu beseitigen. Ja, also leg mal los, weil es schaut nicht wenig aus. Ratzfatz. Wir werden jetzt mal kurz in der Küche gehen, alles auszuräumen, was wir angekauft haben. Ja. Und ja, wenn die Mama nach Hause kommt mit den 2 Kleinen, werden wir dann zum Kochen beginnen. Heute gibt es bei uns Spaghetti Bolognese, das machen wir alles in der Thermomix. So, jetzt muss ich alles mit einer Hand machen, denn der kleine Mann will ständig nur beim Papa oben bleiben. Er vermisst die Mama sehr stark und deswegen kann er nicht alleine sitzen. Und ich will ihn nicht weinen lassen.
Deswegen bleibt er bei mir oben. Wenn man Kinder hat, man lernt einfach mit einer Hand alles zu erledigen, der andere ist immer oder ständig besetzt. Also. Ich habe mir alles, also ich habe die Tüte auf, eine, auf einem Sessel hingestellt, dass ich beim Ausräumen leichter habe. Und es haben schon einiges im Haus gefällt, deswegen unter der Woche noch einkaufen gehen. Normalerweise machen wir die Einkäufe immer am Freitag bzw. Samstag. Ja, aber jetzt war das schon mal notwendig. So, Hilfe ist da. Ich habe jetzt die Kinder geholt. Ich räume das jetzt schnell auf. Dann kommst du mit dem Kleinen. Ja? Na, was machen meine Mäuse? Einkäufe, wie ihr seht, ja, ein bisschen was zum Snacken, Gemüse, Obst, Hundespielzeug, Hundeleinen, Pasta haben wir viel mitgenommen, auch Weihnachtskekse, die haben so lecker ausgesehen, die haben wir uns gleich mitgenommen, ein neues Schneidebrett haben wir gebraucht, Brezel, ja, ich mache jetzt kein Foodhaul, weil das wäre jetzt zu much, ich muss jetzt nämlich sofort zum Kochen beginnen. Ich mache jetzt nämlich gleich Spaghetti Bolognese und ich würde mal sagen, ich beende jetzt einfach hier den Vlog und wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder. Meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Tschüss!